Ladewagen ist Ladewagen lädt, also alles in Ordnung. Hallo? Hallo, Verona. Ja. Hätten Sie vielleicht Interesse, mir als Anwalt zu helfen? Als Anwalt? Was haben Sie denn verbrochen? Ja, anscheinend hätte ich beim Händler das Auto angefahren und hätte dann Fahrerflucht begangen. Aber ich sage, ich habe das Auto nicht angefahren, weil ich bin zurückgefahren, habe ihn nochmal ausgestiegen und habe kurz geschaut und dann bin ich weggefahren. Und das war alles heil. Und jetzt haben sie mir in die Schuhe geschoben, dass ich halt dieses Auto angefahren hätte und dann Fahrerflucht begangen hätte. Das ist aber ein heftiger Tatvorwurf. Ja. Und jetzt muss ich wegen einem Anwalt schauen. Ja, ich habe leider keine Anwaltsausbildung, tut mir leid. Ich sage gerne, dass ich Ihnen helfen würde. Ah, schade. Ja, aber haben Sie es beim Jürgen mal probiert? Ich glaube, der hat doch irgendwas. Ja, der verflucht mich ja sowieso. Ach so, der war ja dabei, ja, anscheinend. Okay. Vielleicht der Herr Neumann, hat der einen? Der Neumann? Ja. Der sollte zumindest einen. Weiß nicht. Herr Richter, ich warte hier. Oder der Hofer vielleicht? Weiß ja, auch der nicht. Ist ja mit im Schiff. Ja, ach so. Ich habe gar nichts gemacht. Aber Sie können sich auch selbst verteidigen. Ja, ich kann mich nicht so gut verteidigen. Okay. Ja, ja, dann danke. Trotzdem. Ja, tut mir leid. Tschüss. Situation. So, ich bin noch. Ah, warte mal, ich wollte denn. Wie viel Geld habe ich denn? Den Weizen abgeholt, noch nicht ganz. Da rechne ich doch nochmal gerade. Was habe ich gesagt? 58.000 Liter Weizen mal 0,75. So sind 43,5. Ach. 43.500. Macht 4.400 Steuer. Okay, dann frage ich den. Ja, jetzt rufe ich mal kurz den. Ja? Hallo, Hans? Ja? Du, ich wollte mal fragen, wie es denn aussieht mit der Gewinnbeteiligung. Es zieht sich ja jetzt schon ein paar Tage. Ja, ich weiß, aber ich tut mir leid, ich habe so viel zu tun. Ich versuche das so schnell wie möglich auszurechnen. Okay. Also du kriegst auf jeden Fall viel. Oder etwas mehr, als sonst alle anderen kriegen würden. Okay, das freut mich. Ja. Gut, bist du gerade in einem Fahrzeug unterwegs? Ja. Hast du gerade auch Probleme? Ja. Okay. Jetzt geht's. Ja. Anscheinend zuckt der Motor immer so hin und her. Aber warum? Das kann ich dir nicht sagen. Okay. Motorprobleme oder so, keine Ahnung. Ja. Okay. Gut, bis dann erstmal. Bis dann, tschö. Tschö. Tja, das hat man ja auf der Schwatzing auch teilweise. Weiß nicht, ob das vielleicht. Jetzt geht's wieder. Vielleicht liegt das an der Sirene oder so von irgendeinem Fahrzeug. Könnte ich mir zumindest vorstellen. Warum ist denn das hier immer an?
Wie viel habe ich denn gekriegt? Alter, 600. Ist der Preis nochmal gesunken? Ne? Auf 13 Euro. Da habe ich ein richtiges Schnäppchen gemacht mit den 25 Euro pro 1000 Liter. Aber da die ganze Zeit hin und her fahren, das ist halt auch nichts. Hallo? Hallo? Scheiß Telefon hängt. Hallo? Hallo? Ja. Haben Sie eine Ausbildung zum Anwalt? Nee, tut mir leid, der Herr Schneider hat mich auch schon gefragt. Ja, ich weiß nicht, was ich gemacht habe. Der ist mit meinem Traktor halt gerade gefahren und was ich jetzt dafür. Ja, was haben Sie denn in der Zeit gemacht? Ja, ich bin dann in den Traktor gestiegen und habe gesagt, ja, ich möchte jetzt mit dem zu mir fahren. Bin ich zu mir gefahren mit dem Xerion und ja. Also Sie waren anwesend bei der Tat oder was? Ja, aber das ist ja mein Xerion. Mit Ladewagen. Und jetzt ist der Jürgen mit dem vollen Ladewagen hier hochgefahren zur Polizei. Mit deinem Ladewagen? Ja, mit dem Xerion. Ah. Hey, warum fährt der mit deinem Fahrzeug? Ja, weil er das muss zur Polizei hier hochbringen. Ist der bei der Polizei angestellt? Keine Ahnung. Verstehe ich nicht. Okay. Nee, tut mir leid, kann ich leider nichts machen. Aber auch dir den Tipp, du kannst dich immer noch selbst verteidigen, wenn du keinen Anwalt findest. Ja, ich weiß halt auch nicht, was ich jetzt dafür kann, oder? Ja, das erfahren wir jetzt, ja. Mhm. Okay, tschüss erstmal. Tschüss. Die lasse ich mal schön alleine. Bin kein Anwalt. Und den Fahrlehrerschein gemacht. Aber mehr auch nicht. Das hat mich genügend Geld gekostet, einen scheiß Lappen zu kriegen. Da muss ich mal noch überlegen. Was da tun. Na, da bräuchte ich eigentlich mal ein Gelände, wo ich dann eine Fahrschule aufmachen kann. Das sollte ich mal noch organisieren. Sammelt ihr hier gar nichts auf, doch, oder? Wenn das sieht, denkt er, ich bin betrunken. Ah, warte mal. Ja? Jo, hallo. Ich bin's mal wieder. Ich bräuchte mal einen Kalkstreuer. Was kostet der mit Steuer? Warte mal, ich gucke, fahren wir eben an die Seite. Moment. Kommt drauf an, welchen du nehmen wirst, den kleinen oder den großen? Im Grunde können. Was kostet der große? Jetzt sagen wir mal beide Preise, ich weiß ja nicht. Muss auch mal gucken. So viel Kohle habe ich gerade nicht. Also der kleine. Ich denke mal, warte mal. Kurz mal im Kopf überschlagen. Ungefähr 5, also 5.
7000 Steuern. Oder müssen weniger sein eigentlich. Die Steuer kannst du immer ganz leicht ausrechnen. Hinten eine Null weg. Achso, dann 4825. Der große. Der kleine. Der große, Moment, schau ich. Also mit allen drum und dran, ne? Okay, ja, ja, das wäre klar. Der große sollte 7800. Mit Aufbau und Gestreuteller. Und Breitreifen, ja. Ja, Breitreifen brauche ich nicht. Dann werden es so 7600. Also zusammen 83,6. Mhm. Plus dein Gewinn, was auch nochmal 7,6 wäre. Also 14.000 sind bei 90.000. Das kann ich mir im Moment gar nicht leisten. Hey, wieso für mich eigener Gewinn? Das ist, ich mache eigentlich immer bei den Steuern, ziehe ich eigentlich immer die Hälfte ab und überweise es dann an die Gemeinde. Ja, wenn du hinten eine Null streichst, hast du nur 10%. Ach so. Dann musst du das nochmal mal 2 und dann hast du Gewinn plus Steuer. Ah, oh, das ergibt Sinn. Ja. Ich habe schon gemerkt, dass da manche ein bisschen Rechenprobleme haben. Großer Aufbau, 6 Meter Streueinheit. 14.000 Liter, ey, da bin ich glaube ich mehr am Hin- und Herfahren wie alles andere. Für Kalk würde ich echt den Großen empfehlen. Ja, eben. Weil. Okay, nee, dann gebe ich dem LU den Auftrag erstmal. Aber ich bräuchte da noch eine Sämaschine. Bis 300 PS. Die Maschine bis 300 PS. Ja, die Horsprotte 9C. Moment, wo ist der? Oder die Solitäre wäre auch noch was. Jetzt sogar, sogar breiter. Hat aber dafür keine Gedüngefunktion. Ja, Dünge wäre mir egal. Ja, dann müsste ich vorher noch gruppen. Ja, muss so eine Gruppe mit der Linken. Was kosten eine Gruppe? Auch bis 300. Ja, 300 mehr habe ich nicht. PS. Ja, der Horst-Tiger 6DD. Und was ist der? Gruppe. Gruppe. Der Horst-Tiger. Der ist 6 Meter. Obwohl, es gibt ja auch nur Scheibenengen. Weil die brauchen wesentlich mehr PS. Sind 4 Meter, 6 Meter. Ja, das ist recht, brauchen einen Haufen mehr. Ja, 6 Meter hier, der Disco-Lander. Oh, Mist. Der ist aber viel teurer als hier der Amazon Catros. Und hat aber trotzdem die gleiche Arbeitsbreite. Und diese Funktionen für Graus und sowas brauchst du nicht, eigentlich. Denk ich mal. Brauche ich nicht. Also kannst auch den günstigeren Katros nehmen. Den hier. Aber das ist so ein Ding, das kann man auch an ein Ding dran machen, gell? An so ein Fass. Okay. Deswegen ist das eigentlich ganz praktisch. Ach, Moment, ich muss mal gerade wieder auf die Seite fahren. Kommt nämlich so ein anderer hier. Okay. Okay, ich überlege mir das nochmal. Ich melde mich dann bei dir. Jo, mach das. Gut, danke erstmal. Tschö. Tschö. Okay, warte mal. Erstmal den Neumann. Hallo, hier ist der Neumann. Ja, Neumann, hallo. Folge Warum hier. So, ich wollte mal fragen, ob der Weizen inzwischen bei dir angekommen ist. Ja, also er ist gerade unterwegs, ja. Okay. Aber ich hab mir schon die Summe aufgeschrieben, das waren 58.000, wenn es richtig waren. 58.000 Liter, jawohl. Genau, dann. Wir hatten das schon festgemacht, ne, ja. Okay, weiter. Gibt's. So. Varuna. Wir müssen los wegen der Feuerwehr.
Ja, Arbeit. Nicht Feuerwehr, Arbeit. Alon. Ja, warum hast denn du immer den Funk nebenbei am Laufen? Erzieh mal deine Leute hier. Die kippen alles daneben, dann arbeiten sie nicht, dann werden sie verhaftet. Muss man aussortieren bei dir. Ja, du bekommst für den Weizen 43.500. Mit oder ohne Steuer? Auf, die Sachen kommen keine Steuer. Klar kommt da Steuer drauf. Ich verkaufe dir ja was. Dann muss ich ja Steuer abführen. Aha. Mal. Okay, plus 4.400 Steuer. Den Gewinn lasse ich mal stecken. Also plus 4,4 gleich. Wären wir bei 47,9. 47,9. Also inklusive Steuer, fertig. Da, müsste angekommen sein. Jo, danke, dann habe ich nämlich die Steuer auch gleich überwiesen. Gut, und dann hätte ich noch einen Auftrag.